Waffenvernichtung, Ortmantel. Es sind Informationen über einen großen Vorrat alter Waffen bekannt geworden, die in der Öde von Ortmantel versteckt sind. Störe die Lager, damit sie nicht in die falschen Hände geraten. Aufzeichnungen aus der Zeit der Rebellion lassen darauf schließen, dass es 7 an der Zahl in die Ruinen der Stadt sind. 7. Das sollte leicht werden. Okay. Platziere ein paar Ladungen, genieß das Feuerwerk und komm zurück. Was kann da schiefgehen? Ach, wie wär's mit allem? So, wirklich allem? Licht, Abwehr, Angriff, Wurf, maximale Geschwindigkeit. Okay, so. Blitzen. So, was passiert jetzt? Da sind ein paar der Waffen. Was passiert jetzt? Das ist dann Boba Fett, oder? Bango ist doch der Mann, der Vater gewesen. Boba Fett? Das Boba. Hier geht dich nichts an, Jedi. Geh einfach weg. Das kann ich leider nicht. Können wir nicht einfach darüber reden? Naja, der ist immer noch ein ganz einfacher Kopfgeldjäger ohne Machtkräfte, also... Alles gut, Boba? Okay. Also kann es sein, dass ich jetzt hier einfach durchrennen muss, während Boba Fett mich nervt? Okay. Also alles zerstören, während Boba Fett einfach nervig ist. Check. Gib es mir hier rein. Habe ich hier. Außer lange Gänge und nicht. Das Geräusch von seinen Explosionen macht keinen Sinn, aber nicht so schlimm. Es ist auch noch eine Sackgasse. Oh, also, was heißt Sackgasse? Labyrinth. Okay, also. Hier ist das Blau. Kisten. Zwei. Einfach ignorieren den Typen. Einfach ignorieren. Okay, gehen wir mal hier rein. Oder raus. Glaube ich eher eine raus als rein. Oh je, das ist ein Labyrinth.
Okay, der zeigt es auf jeden Fall blau an. So. Weiter geht's. Da hinten ist einer. Waffenlager. Hier vielleicht? Ne, hier waren wir schon. So was Blaues. So, geht hier auch nirgendwo weiter. Ne. Ich werde Sackgasse. Hier waren wir auch. Da ist Nick. Da ist Nick. Da ist nichts. Ach, Mann. Warum? Warum immer diese langen Level, wo man einfach durch die Gegend rennt am Ende? Da ist nichts Blaues am Leuchten. Hier waren wir schon. Auf der Seite rechts bleiben. Sonst müssen wir nochmal nach da hinten und runterspringen. Ja, weil hier geht's wieder zurück. Das geht runter. Eine Waffenkiste. Nada! Aber was haben wir denn hier direkt runter? Nicht. Gut. Nicht ist auch ganz nett. Manchmal. So, räumen wir auf. Da. Da war die erste Waffenkiste. Da hinten links ist eine. Da hinten links sind zwei. Und da rechts ist einer. Gut. Damit haben wir alle drei. Wir müssen nur noch hinrennen. Aber hier rum. Eines oben, das andere ist da vorne. Danach müssen wir Boba Fett besiegen. Oder ignorieren wir den weiter. Das war, glaube ich, in die Richtung. Ja. Besiegen Sie Boba Fett. Dann komm mal ran, mein Freund. Hä? Wo ist er denn? Da.
Watt Raketen. Na gut, wir haben ein Laserschwert. Also. Ganz so sehr verübeln kann ich es nicht. Wie er es jetzt gesagt hat, dreht er das ein bisschen, als ob er einfach nur geht, weil wir kein Kopfgeld haben. Du hast also Boba Fett getroffen. Ich bin beeindruckt. Einmal auf Coruscant stolperte ich über ihn und kam nur knapp mit dem Leben davon. Den will man nicht als Feind, aber jetzt haben wir beide was gemeinsam. Ja. Wir brauchen dich sofort hier an der Akademie. Okay. Ich bin stolz auf dich, Jaden. Trotz alledem hast du das Gleichgewicht und die Kontrolle behalten. Haben wir. Die Zeit ist gekommen, den Jüngern Ragnos ein Ende zu machen. Ich glaube, Tavion speichert Machtenergie zu genau einem Zweck in dem Zepter, um Marka Ragnos wiederzuerwecken. Ist das möglich? Die Macht besitzt viele Geheimnisse. Es kann möglich sein, dass die Zellen sich regenerieren und der Tote aufersteht, wenn man eine hohe Konzentration von Machtenergie durch seinen Körper strömen lässt. Wir müssen sie aufhalten. Das war kein Scherz? Also geht's nach Korriban, was? Nicht gerade ein Ausflugsziel. Korriban? Nie was von gehört. Ist die Begräbnisstätte von unzähligen Lords der Sith. Wenn Ragnos wiedererweckt wird, kann niemand sagen, was er anrichten kann. Wir brauchen all unsere Stärke, um ihn zu stoppen. Wir begeben uns nicht gleich nach Korriban. Ich habe einen Notruf von Rosh empfangen. Rosh? Wo ist er? Man hält ihn auf Thespier 3 gefangen. Ein Planet des Imperiums. Ein echtes Paradies. Wie hat er eine Nachricht senden können? Weiß ich nicht. Aber wir können ihn nicht dort lassen. Rosh könnte noch zur dunklen Seite gehören. Das ist vielleicht eine Falle. Könnte sein. Aber ich will ihn nicht sterben lassen, falls es keine ist. Kyle, was ist mit Ragnos? Naja. Wir müssen doch nach Korriban. Mit etwas Glück treffen wir auf die anderen, bevor das Feuerwerk losgeht. Wenn du mir nicht helfen willst? Nein. Ich komme mit. Vielleicht gehört er noch zur dunklen Seite. Er gehört noch zur dunklen Seite. Da kann man eigentlich Brief und Siegel drauf nehmen. Industriezeitalter, offensichtlich. Ich gehe von hinten rein. Wenn wir uns von beiden Seiten nähern, müssen wir ihn finden. Hoffentlich fragt er vorher. Verschaffen Sie sich Zugang. Gut. Verschaffen wir uns mal Zugang. Nicht, die Tür ist nämlich zu. Andere Richtung. Wo ist er denn? Ich glaube, der wollte flüchten und ist da oben gegen irgendwas geknallt, was er hätte nicht machen sollen. Heilung. Gut, hier ist nicht. Aufzug.
ein Aufzug. Und den könnte ich hoch genug bringen. Ist das heiß hier? Na, wie kommst denn du da drauf? Ich weiß gar nicht, ob es menschlich oder generell ob man in der Nähe von so einem großen Fluss aus Lava sich wirklich aufhalten könnte. Ach, leck mich doch am Zuckerli. In den Schutz. Da habe ich einfach nur Energie verschwendet. Perfekt. Heilung. Habe ich jetzt wieder eine andere Fähigkeit aktiviert gleichzeitig. Jetzt müssen wir wieder... irgendwie darauf. Ach, der Aufzug ist unten. Das ist nett von dem. Immer diese hilfsbereiten Sturmtruppler. Oh, der eine, der macht seinen Freiflieger. Hoppala. Ach, hier war der Ritter drauf. Der Ritter. Also da mit dieser fetten Rüstung. Ja, ja, der Ritter. Darunter. Nicht bewegen. Die kannst du mich nicht stoppen. Der hat es einfach nur Blitze geschleudert wie ein Wahnsinniger. Gut. Was? Wo ist der Rebell? Weiter geht's. Jetzt nicht, das nicht. Naja, da springe ich nicht rüber. So viel ist schon mal sicher. Okay. Ach,
So. Die hat sich gerade so schön perfekt hingestellt, die Kiste. Ah. Ich verstehe. Hinten? Verstecken ist sinnlos. Was haben wir hier? Okay, da steht ein Jedi auf dem Dach. Das ist eine Codekarte. Da hinten die Tür. Wo geht die hin? Ah, da brauchen wir die Codekarte für. Tschüss. Nein, wir besiegen den. Hello there. Moin, Martin. Ein Jedi? Du bist schwach. Du bist schwach. Komm schon. Nein. Nein. Läuft gut, dass ihr ihr Leben. Naja, wir haben die, die Nebenmissionen bis zur nächsten Hauptmission jetzt gemacht. Das ist die nächste Hauptmission. Also, eigentlich ja. Der ist auf jeden Fall keine gute Werbung für die dunkle Seite. Okay, was das für einer ist, weiß ich. Ich kann keine Macht auf den verwenden. Komisch. Very nice, very nice. Genau, das sieht sogar richtig aus. Wir müssen ja darüber. Hier irgendwas? Nicht mal ein Versteck ist hier. Bleibst du mal hier unten, bitte? Komm her. So. Hab mir vorhin Eternals angeschaut. Also so schlecht, wie das Internet sagt, ist er nicht. Sagt das Internet, dass der schlecht ist? Ich habe bis jetzt nur Videos gesehen, wo Leute drüber reden. Wer ist dieser Charakter aus Eternals? Und wer ist dieser Charakter aus Eternals? Und wofür ist der wichtig? Wir
du denn wirklich? Der ist tot. Tot. Ja, laut dem Internet soll er der schlechteste Marvel-Film aller Zeiten sein. Bitte was? Moment. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, Moment. Ich hätte gerne meine Chronologie. Also. Die kommen alle noch. Ja, aber da fehlen doch. Nee, das sind die Filme, okay. Black Panther, Captain Marvel. Naja. Also beim Thema schlechtester Marvel-Film, da ist immer noch Captain Marvel, der halt echt sehr, sehr stumpf ist. Der ganze Charakter, der macht überhaupt gar keinen Sinn in dem ganzen Cinematic bis jetzt. Du kannst mich nicht stoppen. So, also hier sind überall dunkle Jedi. Aber unser ehemaliger Kumpel soll hier eventuell nur gefangen gehalten werden. 48% bei Rotten Tomato. Oh. Ja. Manchmal muss sowas nicht wirklich nicht Sinn ergeben. Deswegen bist du heute später da. Weil du gerade im Kino warst. Gerne, wenn die anderen mich in Ruhe lassen. Komm her. Mit mir 5 Leute im Saal? Okay, das sind nicht viele. Oder stürzt dich selber in den Tod. Mach das auch. Ist auch okay. Ja, also du hast einen Vorteil. Du hast nicht verpasst, wie am Anfang vom Stream mein Upload nicht funktioniert hat. Ich habe eine halbe Stunde später anfangen müssen, weil mein Upload ist immer von 6000 Kilobit auf 1000. So in Schwankungen. War halt irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß, dass du da bist. Schon. Wie gut bist du denn wirklich? Ich bin grandios mit allem. Oh. Ich will gern heilen.
Sehr gut, einer weg. Zwei weg. Wir haben die Mission noch fertig gespielt. Da kommt aber noch eine nach. Double Kill, ja. Also wir sind noch nicht fertig mit der Kampagne. Ja, also... Hallo? Ganz viele Knöpfe, keinen kann ich drücken. Sorry. Sind Sie einer von uns? Die Jedi sind hier. Stopp. Die Sith kommt wieder an. Was hast du denn dran? Oh Mann. Das Spiel macht das, will es einem schwerer machen, indem es einem einfach nur immer mehr Gegner im Kopf wirft. Nicht, weil die Gegner schwerer werden. So, jetzt du da oben. Komm her. Ist er weg. So, mal warten, ein bisschen heilen. Komm her. Das ist so komisch, dass die einfach wegfliegen dann. Da war's. Da war's um ihn geschehen. Dann schießt doch. Was haben wir da? Okay, da sind wir. Gut zu wissen. Oh. Wieder. Gut, einer. Komm her. Weiter. Oh, glücklicher Möpp. Glaubst du nicht, ich weiß, dass du da bist? Mir diese Tarnvorrichtungen, die nicht funktionieren. Gut, was haben wir hier unten? Gar nichts. Okay. Hier. Gar nicht so in meinem. Was hast du denn drauf? Wehrt der die eigentlich mit der Hand ab oder was ist hier los? Ich dachte, die Jedi wären stark. Sind sie auch?
Sehr gut. Das hätten wir. Verschaffen Sie sich Zugang zur imperialen Energie. Können wir nicht langsam mal drin sein? Hol mich doch hier. Hol mich doch hier. Ja. Was haben wir hier? Nein. Nein. Oh. Oh, nicht doch. Ich hasse die Typen. Komm mal rein, mein Freund. Hier ist auch kein Durchgang. Sehr gut. Hacke. Deine Waffe. Mit der Waffe kann man schon wenigstens einiges machen. Toll, super. Hier ist aber auch nichts. Wahrscheinlich darüber. Vermutlich. Die Schadensberechnung in diesem Spiel macht keinen Sinn. Macht einfach keinen Sinn. Zeigen Sie sich. Nein, falsche Taste. Wie gut bist du denn wirklich? Fuck.
Ach. Ich dachte, du wärst eine Herausforderung. Bin ich auch, nur meine Machtkräfte sind ein bisschen im Chaos. So, mal kurz warten. Gut. Oh, die kommen näher. Das war jetzt quick and easy. Weit kommst du nicht. Tschüss. Sehr gut. Dann aber die beiden. Komm runter. Stopp the frame. Ja, ja. Ich stopp wieder. Mein Netzwerk wieder. Jetzt ist wieder grün, jetzt wieder rot. Erklärt, kann dir kein Mensch erklären. Ah, irgendwer bestimmt, aber... Ja. Also bis jetzt war okay und jetzt ist hier wieder Chaos. Ja, deutsches Qualitätsinternet. Die Bitrate wackelt halt. Möglich leckt hier auch ein bisschen eben Streamer-Videoplayer-Fehler, also Neuladen. Denn das wieder. Twitch hat Schluck auf. Beim letzten Mal konnte ich das lösen, indem ich einfach den Server gewechselt habe. Komm schon. Mann! Woran liegt denn das? Hier ist alles gut. Ich stoppe mal den Stream und starte den Stream wieder. Mal gucken, ob der den besseren Server auswählt.